Willkommen im Alpha-Tempel von Thomas Borst. Hier geht es um Emotionen und Technik. Und von letzterer hat dieser Italiener am meisten an Bord. Wir haben hier eine Alfa Romeo Giulia. Giulia ist eine der erfolgreichsten Baureihen von Alfa Romeo, das ist die Baureihe 105. Das hier ist ganz speziell jetzt die Giulia Nuova Super 1300. Warum Nuova? Das ist quasi, mit heutiger Sprache würde man sagen, eine Modellpflege. Das ist eine Modifizierung der klassischen Giulia, wie man sie eigentlich von 1961 an kannte. Man hat an der Karosserie ein bisschen was verändert. Man hat Flächen geklettet, zum Beispiel hier hinten am Kofferraum gab es bei der Giulia klassisch das berühmte Knochenheck. Das wurde deshalb so genannt, man hatte hier quasi eine Vertiefung in der Mitte, wie so eine breitere Sicke. Und das hat man glatt gemacht. Das hat dann mehr dem Zeitgeist wahrscheinlich entsprochen. Was auch typisch ist für die Modellpflege, man hat hier Kunststoff-Stoßstangenhörner gehabt. Das gab es bis dahin auch nicht. Das Auto ist von 1974, also eines der ersten Nuova Super. Die wurde von 74 bis 78 gebaut und insgesamt wurden 41.500 Autos davon gebaut. Das ist also die letzte Etappe der 105er Baureihe Giulia. Wenn wir nach vorne nochmal gehen, dann sehen wir auch noch ein bisschen was, was sich verändert hat. Die klassische Giulia hatte unterschiedlich große Doppelscheinwerfer. Hier haben wir gleich große Doppelscheinwerfer und wir haben den Kunststoffgrill und eine breitere Niere. Schon wenn man einsteigt, ist das ein Erlebnis, wenn man das Armaturenbrett anschaut, die Zusatzinstrumente, das Holzlenkrad in die Hand nimmt und die Holzverkleidung hier sieht. Da reden wir noch wirklich von Holz. Was auch nicht gewöhnlich war, auch 1974 noch nicht, dass dieses Auto Kopfstützen hatte. Und das Interessante an diesen Kopfstützen ist, die Kopfstützenhalterung, die ist aus Holz, aus echtem Holz. Das war damals halt noch so üblich und heute würde man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen können. Schon allein aus Sicherheitsgründen macht man das ja nicht mehr. Es ist unheimlich zuverlässig. Es gab bisher noch keine technischen Probleme oder Mängel. Und man kann das richtig als Daily Driver bezeichnen. Also wenn man sich so ein älteres, klassisches Auto anschaffen will, dann ist die Giulia an und für sich ein zuverlässiger Partner dafür. Man hat da viel Spaß. Es ist in meinen Augen genau das richtige Auto für jemanden, der anfängt mit Oldtimern. Wenn ich in das Auto mich setze, ganz besonders halt im Sommer, wenn ich es im Wesentlichen fahre, und schalte dann das Radio ein und schiebe mir eine Kassette rein, ja, dann höre ich diese italienische Musik, fahre in einem Alfa mit dem typischen Alfa-Sound im Hintergrund, habe diese tolle Ambiente, diese tollen Instrumente, ja, und dann sitzt man eigentlich wie in einem Cocon aus 1974 in Italien. Es gibt ein ganz anderes Lebensgefühl und wenn jemand, so wie ich, das Thema Italien liebt, italienische Lebensart, dann wird man hier drin einfach glückliche Momente erleben. Es ist ganz eindeutig und freut sich über jeden Meter, den man damit fahren kann mit diesem Auto. Und wenn man dann eben diese Hintergrundmusik hat, dann ist das ganz, ganz prima. Ja, hier hat man wieder den klassischen Alpha-Motor, der schon für die Giulietta entwickelt wurde. Ein Vierzylindermotor mit Leichtmetall-Zylinderkopf. Das Fahrzeug hat in der 1300er-Ausstattung 88 PS bei 5500 Umdrehungen. Also klassisch Alfa Romeo, immer Hochdrehzahlkonzept. Drehmoment 123 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen. Der Motor, so wie er da ist, ist nichts gemacht dran, ist genau der Originalzustand, so wie das Auto ausgeliefert wurde. Ja, die Schaltung ist eine Fünfgangschaltung, lässt sich sehr präzise schalten, ist super abgestimmt. Die Lenkung ist relativ direkt, es ist jetzt nicht wie beim Sportwagen, er hat schon ein gewisses Spiel. Aber nicht zu viel, also
macht eigentlich Spaß, mit dem Auto auch zu lenken. Es gibt ein gewisses sportliches Feeling, auf jeden Fall. Die Giulia Nuova Super 1300 schöpft aus 1,3 Litern Hubraum 88 Pferdestärken. 41.500 Exemplare entstanden seinerzeit. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir suchen genau euch, falls ihr auf der Suche nach dem verlorenen Garagengoldschatz seid. Egal ob vergessener Scheunenfund, verstaubte Garagenüberraschung oder in der Wildnis zurückgelassener Oldie. Wir begleiten euch bis zum Anfeuern des Motors. Meldet euch unter der eingeblendeten Adresse.